Also ich glaube, meine Eltern meinten, dass ich mit 4 oder 5 Jahren schon angefangen habe, irgendwie Computer zu spielen. Also ganz alte Konsolen auf Nintendo und solche Sachen. Ich war immer irgendwie recht interessiert in Gaming, schon von ganz, ganz jung an. Größtenteils habe ich gerade mit meinem Bruder gespielt und es war einfach immer mein Ziel, dass ich gewinnen wollte. Generell denke ich, bin ich einfach ziemlich zielstrebig. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann versuche ich einfach alles, das zu erreichen und ehrgeizig, denke ich. Für mich war das ja alles neu, die ganze E-Sport-Szene damals. Wenn ich mich recht erinnere, war das erste Spiel, das ich geschaut habe, Socke gegen The Muslim auf Metalopolis. Und es war schon irgendwie ziemlich überraschend für mich, was man in dem Spiel alles machen kann. Ich war mit meinem Abi fertig in 2012, wusste ja nicht so ganz genau, was ich machen will. Will ich studieren, will ich irgendwo Ausbildung machen? Und dann habe ich eben einfach StarCraft gespielt. Irgendwann war ich dann auf dem Level, wo ich einmal so kleinere Cups gewonnen habe. Und irgendwann kam dann eben ein Team auf mich zu. So hat es angefangen. In 2014 habe ich die EPS eigentlich ziemlich dominiert. Dreimal ins Finale kommen, konnte zweimal gewinnen. Und das hat mir damals extrem geholfen. Gerade in den ersten 2 Jahren oder so habe ich immer mir mega viel Druck gemacht, weil ich eben wusste, dass es wirklich gut war. Wenn man so viel trainiert, dann ist es immer ziemlich schade, wenn man dann underperformt. Tobias ist beim Spiel angespannt, aber er ist sehr fokussiert auf das, was er macht und er will das dann auch durchziehen. Also ich hätte ihm das früher nie zugetraut. Also ich bewundere ihn da wirklich, auch die Interviews und also ich bin immer ganz fasziniert von ihm, wie er das macht. Meine Eltern waren schon von Anfang an immer, wenn ich ein gutes Event hatte, haben mich angerufen oder Tante und so weiter oder Cousins sind mittlerweile ziemlich dabei auch und schauen jedes Match an und sind eben einfach wirklich happy, wenn ich irgendwie eine gute Leistung bringe. Mein stolzester Moment war auf jeden Fall der Sieg in Tours vom WCS Spring Final, weil es eben einfach ein Riesenturnier war. Auch im Finale gegen Nerdshow war super, super knapp und irgendwie konnte ich damit ein bisschen Glück gewinnen. Und ich weiß auch nicht, ich war einfach mega happy in dem Moment und ich konnte eigentlich keinen klaren Gedanken fassen. Gerade bei der WCS, als mein Bruder gespielt hat und im Finale war, da saßen wir eben alle auf dem Sofa, haben mit Herzklopfen zugeschaut und wir waren alle ziemlich angespannt. Wir haben uns unwahrscheinlich gefreut, dass er das geschafft hat, wo er jetzt die ganze Zeit drauf hinarbeitet. Wenn ich dann sehe, wie er schnell arbeiten muss, wie anstrengend es ist, wenn er dann zwischen den Bildschirmen hin und her schaltet. Das ist, also ich habe echt Respekt vor ihm, wie er das kann. Ich habe schon immer Videospiele gemacht und von daher ist es eigentlich ein Traumjob für mich. Und generell, ich meine, ich kenne so viele Leute aus verschiedenen Ländern mittlerweile. Also ich trainiere fast den ganzen Tag und alles, was ich mache, ist irgendwie nur dazu da, um besser StarCraft zu spielen. StarCraft 2 ist mittlerweile eigentlich mein ganzes Leben.